So, hallo allerseits zu diesem bisschen verspäteten Start zu unserem Einführungswebinar und High-Level-Overview von Ninja Trader 8. Bitte entschuldigt die anfänglichen Probleme mit dem Raum. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Viele Teilnehmer oder alle Teilnehmer, ehrlich gesagt, konnten sich anfangs nicht einloggen. Aus dem Grund hatten wir überlegt, ob wir das Webinar nicht auf 7 verlegen. Wie gesagt, tut mir leid. Dieses Webinar heute dreht sich um Ninja Trader 8, die Generation oder die Nachfolgegeneration von Ninja Trader 7 bzw. 6.5. Und wir werden hier einige Hauptpunkte anreißen oder besprechen, die eben sich geändert haben. Es sind über 500 Erweiterungen und Änderungen, die sich ergeben haben. Ja, möchte euch einen ersten Einblick geben, einige Dinge schon ansprechen, generelles ansprechen, was sich geändert hat, verbessert hat. Und genau, generell, wie ihr alle wisst, Ninja Trader ist, wenn ihr übt oder wenn ihr eine Demo habt, immer kostenlos. Ihr könnt euch die Futures-Demo laden, aber auch natürlich Forex- und CFD-Demos. Und wenn ihr live traden möchtet, haben wir natürlich auch einige Varianten verfügbar. Okay, zuallererst natürlich unser Risk Disclaimer, dass eben der Handel mit Futures, Devisen, auch CFDs eben ein hohes Risiko mit sich bringt und nicht für jeden Investor geeignet ist. Und dass Investor natürlich möglicherweise mehr als das eingezahlte Kapital verlieren kann und daher nur Risikokapital verwendet werden sollte. Das Kapital, was ihr in so einem Trading-Konto habt, sollte auf alle Fälle nur Risikokapital sein, oder Teile vom Risikokapital und eine in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für irgendwelche zukünftigen Gewinne. Okay, Next Generation of Ninja Trader, also die nächste Generation von Ninja Trader. Wie ich vorher schon gesagt habe, es sind 500 massive Verbesserungen und die meisten von den Verbesserungen sind aufgrund von Nutzerfeedback. Also im Endeffekt, wir bekommen natürlich im Laufe der Zeit immer wieder Anfragen von Kunden, könnt ihr das nicht einfügen, könnt ihr dies nicht machen. Darauf sind wir jetzt eingegangen. Auf der rechten Seite sieht jetzt erstmal in schwarz die Plattform. Gibt so einen ersten Einblick, was alles möglich ist. Beispielsweise, ihr seht jetzt, da hat sich überhaupt, was als erstes, sage ich mal, zu sehen ist, der Hintergrund hat sich geändert. Also wir nennen das Skin. Dies ist mittlerweile komplett anpassbar. Also ihr könnt den Skin mittlerweile umschalten, also weg von dem Grau, was Ninja Trader 7 hatte, zu Slate Gray, wie Sie es hier sehen könnt, also im Ende, oder beziehungsweise ihr könnt dies auch selber anpassen, entsprechend eurer Wünsche. Und das ist, sage ich mal, ein Punkt, der eigentlich das ganze Konzept von Ninja Trader 8 beschreibt, noch weit offener wie Ninja Trader 7. Genau. Wir haben ein neues User Interface, also ihr seht es jetzt hier natürlich auf der rechten Seite schon. Ist jetzt nicht nur designt worden aus rein der Programmierer- oder Ingenieurssicht, sondern auch sage ich mal, wie sagt man da, mit Leuten, die wirklich in der Gestaltung tätig sind. Also wir wollten im Endeffekt die ganze Arbeit mit Ninja Trader noch vereinfachen, aber auch natürlich den Nutzern von Ninja Trader 7 den Übergang auf Ninja Trader 8 so einfach wie möglich machen. Ich denke, das ist der Firma sehr gut gelungen. Sprich, der Ninja Trader 7-Nutzer wird sich, denke ich, meines Erachtens nach kürzester Zeit sehr wohlfühlen. Und auf der anderen Seite wird der Nutzer, der mit Ninja Trader 8 startet, sich aber auch sehr, sehr schnell eingewöhnen können. Erweiterte Möglichkeiten mit NinjaScript. Was Ninja Trader 7 konnte beispielsweise, ihr wisst wahrscheinlich, ob es Indikatoren sind, ob es Systeme sind. Ninja Trader ist mit NinjaScript sehr, sehr flexibel. Aber natürlich gab es bei Ninja Trader 7 noch Einschränkungen. Bei Ninja Trader 8 kannst du eigentlich alles gestalten. Ob du deine eigene Data Series machst, also sprich dein Chartstil selbst gestalten möchtest oder ob du das komplette User Interface abändern möchtest, sind Möglichkeiten, die mittlerweile alle gegeben sind. Wir werden das sehr, sehr viel sehen, auch von unseren Third-Party-Add-on-Providern, die wirklich dann Ninja Trader so gestalten können, wie sie denken, dass eben dann die Plattform den besten Nutzen hat
für sich selbst und auch für deren Nutzer. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit. Also dieses, es gibt kein starres Gebilde mehr, sondern ist noch weit offener eben für Entwickler. Und da wir erhoffen uns halt im Endeffekt in diesem Fall, dass das eben, dass unsere Nutzer das eben für sich eben ja, zu deren Vorteil verwenden und die ganze Community eben aufgrund dessen auch profitiert. Ein Tool, was ich persönlich super toll finde, das sind eben diese benutzerfreundlichen Alarme aus mehreren Fenstern. Ihr werdet sehen, dass du heute mit NinjaTrader mit zwei bis drei Klicks wirklich Alarme definieren kannst. Diese Alarme können Trades auslösen, diese Alarme können beispielsweise dazu führen, dass du in den sozialen Medien einen Post bringst, sprich eine Trade, die posten kannst. Das ist ein anderes Konzept oder ein neueres Konzept, was wir hier auch voranbringen möchten. Das Teilen in sozialen Medien wird verstärkt forciert werden, wahrscheinlich auch von unseren Partnern, aber auch von individuellen Tradern, die einfach ihre Trade-Ideen oder Gedanken zu den Märkten eben dann auch in den sozialen Netzen eben teilen können. Der Kernpunkt oder einer der Kernpunkte, den wir jetzt hier ansprechen mit diesem Core Data Engine, besagt folgendes: NinjaTrader 7 oder auch die Vorgängerversionen sind eigentlich entstanden, als es maximal so ein Dual-Core gab. Ja, denk mal, Intel Pentium Core Duo war vor einigen Jahren noch das Maß der Dinge. Mittlerweile hat eigentlich jeder Standardrechner 6, 4 bis 8 Kerne, manche sogar mehr. Und NinjaTrader ist jetzt eine Software, die jetzt mit NinjaTrader 8 wirklich die Ressourcen, die der Rechner zur Verfügung stellen kann, auch nutzen kann. Das ist ein entscheidender Vorteil, sage ich mal, wenn du jetzt mit vielen Charts arbeitest, mit Indikatoren oder Handelssystemen, die sehr viele Ressourcen brauchen, ist eben dann NinjaTrader 8 macht es dann möglich, dass eben dann die Rechnerleistung wirklich auch ausgenutzt werden kann. Das konnte NinjaTrader 7 nur bedingt und NinjaTrader 8 ist eben hier die nächste Generation für die kommenden Jahre, wo man einfach dann sehen wird, dass auch dann 8-Core-Prozessoren wirklich die komplette Performance eben auch nutzen können. Okay, so einige Punkte, wenn ihr mit NinjaTrader 8 startet. Also die NinjaTrader 7 Lizenz ist natürlich weiterhin gültig. Du kannst upgraden auf NinjaTrader 8, kannst aber auch NinjaTrader 7 und NinjaTrader 8 auch nebeneinander laufen lassen. Und es gibt natürlich ein paar Änderungen der Indikatoren und wir haben Nutzer, die nutzen zum Teil NinjaTrader 7, aber auch gleichzeitig schon mittlerweile NinjaTrader 8. Und genau, das geht. Du kannst NinjaTrader 8 und 7 parallel betreiben, also auch gleichzeitig betreiben. Das liegt dann mehr an den Datenlieferanten. Und du kannst natürlich beispielsweise ein System auf NinjaTrader 7 laufen haben, aber dann eben vielleicht dein diskretionäres Trading eben aus NinjaTrader 8 schon betreiben. Die Daten aus NinjaTrader 7, die du hast, können in NinjaTrader 8 importiert werden. Das ist ein relativ unproblematischer Vorgang. Genau, es sind zwei Klicks und dann werden die Daten eben aus NinjaTrader 7 importiert. Einige Indikatoren, und das wird euch wahrscheinlich interessieren, werden nicht 1:1 übertragen werden können. Also wir arbeiten natürlich da mittlerweile permanent daran, dass eben Indikatoren von Nutzern und auch von Third-Party-Providern eben in NinjaTrader 8 konvertiert werden. Es sind keine massiven Änderungen vom Code, aber ein wenig eben, und daran muss gearbeitet werden. Ihr werdet sehen, im Laufe der nächsten Monate wird sich da sehr, sehr viel tun. Es gibt mittlerweile natürlich schon sehr, sehr viele Anbieter, die hier sehr, sehr viel schon gemacht haben für NinjaTrader 8. Genau. Okay. Gut. Kannst natürlich NinjaTrader kostenlos laden, gehst bitte auf unsere Webseite. Mittlerweile haben wir diesen Release-Kandidaten 2. Das ist im Endeffekt die Vorversion, wo wir dann sagen, okay, das ist dann ein Produkttyp. Generell, man startet eigentlich mit einer Alpha-Version, dann beginnt eine Beta-Phase, es ging dann weiter in eine Public-Beta, wo wir dann im Endeffekt 12 Versionen hatten der Beta. Und
die dann natürlich Bugs noch hatten. Jede Software wird Bugs haben, ganz klar, aber in diesen 12 Beta-Varianten wurden oder Versionen wurden eben die Bugs so gut, also so weit uns bekannt, eben entfernt. Und es führte dann eben zum Release-Kandidaten 1 und dieser wurde jetzt vor ein paar Tagen abgelöst in den Veröffentlichungskandidaten 2. Intern rechnen wir damit, dass wir im November, Anfang November, diesen Produkttypen, Produktversion eben herausbringen werden. Also sprich, zu dem Zeitpunkt werden wir dann LinearTrader 8 eben offiziell auch als Software auch anbieten, also raus aus der Beta-Phase. Und da geht natürlich Trading auch mit Interactive Brokers. Das ist kein Problem, Theresa. Ja, Michael, wenn du die LinearTrader 7 Version erworben hast, kannst du natürlich auch LinearTrader 8 benutzen. Das ist im Endeffekt das ganze Konzept, was LinearTrader schon immer hatte. Wenn du eine Version kaufst, dann kannst du immer kostenlos upgraden, hast auch lebenslang Support, wenn du kaufst. Und genau. Also angenommen, du hast LinearTrader 7 gekauft, kein Problem, einfach deinen Lizenzschlüssel eingeben auf unserer Webseite und du kannst LinearTrader 8 auch laden. Wie gesagt, du kannst LinearTrader 7. Okay, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Genau, also wenn du LinearTrader 7 gekauft hast, kannst du auf alle Fälle auch auf 8 wechseln, kostenlos, kannst beide auch gleichzeitig benutzen, keine Thematik. Okay, ich rede ein bisschen lauter. Okay. Wir starten jetzt gleich, ihr werdet jetzt LinearTrader 8 gleich sehen. Ich werde dann ein paar Punkte ansprechen, eben vom Charting über das neue Alarmsystem, über unseren Dom oder auch die gesamte Benutzeroberfläche. Genau. Okay. Okay, wunderbar. Ihr seht jetzt hier LinearTrader 8 auf alle Fälle. Der erste Punkt, was ihr hier sehen könnt, ist natürlich, okay, ist es auf Deutsch? Wir haben es ins Deutsche übersetzt. Ich würde mal sagen, es ist zu 99,5% übersetzt. Ein, zwei kleine Dinge habe ich noch gesehen, die mir nicht gefallen in der Übersetzung, aber das werden wir noch abändern. Generell ist dies aber abänderbar und wir haben verschiedene Sprachen, also wir haben Deutsch, Englisch, Spanisch und mittlerweile Russisch. Chinesisch ist in Arbeit und da sind wir eben noch dran, das Ganze ins Chinesische zu übersetzen. Genau. Cornelius, Mac bzw. das Mac OS, also das Betriebssystem von Apple, wird nicht unterstützt. Also wir haben dort natürlich offen gesagt sehr, sehr viele Kunden, die Mac OS benutzen. Die nutzen das alles mit einer VMware oder mit Parallels, glaube ich, heißt die Software. Funktioniert auch, sage ich mal, relativ problemlos. Ein paar Änderungen in der Installation müssen da eben gemacht werden, aber ansonsten haben wir da sehr, sehr viele Nutzer, die das eben so verwenden. Mir wurde gesagt, dass das eben an diesem Microsoft.NET liegt, in der eben die Plattform aufgebaut ist. Gibt es anscheinend einige Limitationen auf Apple-Seite oder einige Einschränkungen, warum das nicht forciert wird. Ob es jetzt mehr Apple-Nutzer mittlerweile gibt oder PC-Nutzer, ehrlich gesagt weiß ich nicht. Aber die Anfragen kommen, offen gesagt, ist auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum eigentlich täglich und viele Kunden nutzen es eben auch mit den Parallels. Genau, ich möchte vielleicht mit dem Charting anfangen, ein bisschen Praxis am Anfang. Das Charting wurde eben aufgrund von Benutzerfeedback massiv verbessert und beinhaltet beispielsweise viele Track-and-Drop-Funktionalitäten und auch das neue Tab-System. Ihr seht es jetzt hier unten, wo steht YM12-16, seht ihr das Plus daneben. Ja, und dieses Plus sagt einfach, okay, ich möchte mir hier einen zweiten Chart in diesem Fenster aufmachen, klicke jetzt hier mal drauf und habe dann die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich suche mir jetzt hier einen Markt, ihr seht jetzt hier bei mir noch ältere Märkte drin, dann habe ich hier ein CFD drin. Oder ich gehe dann auf die Lupe. Wenn ich auf die Lupe gehe, dann habe ich hier natürlich eine unendliche Auswahl an Märkten. Ich bin heute verbunden über Kinetic. Ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt hier mal den Euro, klicke mal auf OK
Und ja, laden wir den Chart mal. Sieht, der aktuelle Frontmonth wird schon geladen, also der 6.012. Eine schöne Sache, die wir jetzt hier auch gemacht haben, im Vergleich zu NinjaTrader 7 für das Charting, ist beispielsweise, wenn wir sagen, okay, ich möchte jetzt hier den FDAX haben, klicke ich einfach, tippe das einfach ein und tippe ein Add FDAX, dann switcht er sofort in den aktuellen und den neuesten Frontmonth. Also ich muss nicht mehr überlegen, im Öl als Beispiel handeln wir jetzt November oder den Dezember-Kontrakt, sondern es ist wirklich nur noch ein Klick, CL beispielsweise, und wir switchen in den aktuellen, von uns empfohlenen Frontmonth. Okay, wir laden hier noch Daten. Ist eine sehr schöne Sache. Nochmal, ihr seht das Ganze überlagert dann, wird schwarz und dann könnt ihr den Markt eingeben. Ich denke, eine sehr gute Geschichte. Auch das Tabulator-System, weil es einfach euch die komplette Arbeit eben auch, glaube ich, erleichtert. NinjaTrader 7, wenn man mehrere Charts beobachtet hat, hattet ihr vielleicht, sage ich mal, 5, 6, 7 Charts offen. Mittlerweile kannst du vielleicht mit zwei Fenstern arbeiten und hier mehr in diesen Tabulator, in diesen Tabs, mehrere einzelne Fenster eben haben. Diese ganzen, alle Fenster sind duplizierbar, ist auch eine Änderung. Ist auch eine Änderung, die in den letzten Monaten oder die wir eben aufgrund von Benutzerfeedback eben vorgenommen haben. Wenn ihr hier einen Rechtsklick macht auf dieses jeweilige Fenster, gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Du kannst den Chart wirklich einzeln benennen, also einen einzelnen Namen vergeben, wie du möchtest. Du kannst den neuen Chart, diesen Chart in einen neuen Tab duplizieren. Also wenn du deine ganzen Einstellungen gemacht hast, bist du damit zufrieden, möchtest den neuen Tab, wunderbar, ein Klick, dann hast du das. Oder auch in ein neues Fenster, dann kannst du das eben alles mit einem Klick hier tun. Du kannst mit NinjaTrader 8 auch CFDs handeln, Michael. Also wir primär haben wir jetzt hier Kunden bei FXCM, die CFDs handeln. Und sind auch, zumindest mit den Leuten, die ich zu tun habe oder mit denen ich immer rede, sind auch sehr, sehr glücklich mit dem Angebot. Genau. CapTrader, CFDs meines Erachtens werden nicht unterstützt, sondern nur über unseren direkten Partner. Aber ich kann das nochmal gern abklären. Okay. Das Tab-System seht ihr jetzt hier nicht nur im Chart, sondern ihr seht es auf der rechten Seite auch im Dom. Und funktioniert genauso, ist natürlich dann erleichtert das Arbeiten ungemein. Das Scrollen im Chart wird genauso unterstützt wie im NinjaTrader 7. Also wir haben hier weiterhin die Möglichkeit, eben vertikal zu scrollen bzw. auch vertikal den Chart zu verschieben. Über die F-Taste hier oben oder den F-Button oben wird das Standardformat wieder hergestellt. Und auch hier haben wir natürlich die Möglichkeiten, in der Horizontalen den Chart entsprechend zu bewegen. Wir haben das genannt, dann ein weiterer Punkt ist der verbesserte Abstand vom Bar-Spacing-Modus. Das ist jetzt im Endeffekt fast ein Zungenbrecher. Bloß wenn du mehrere Charts überlagerst, beispielsweise einen 3-Minuten-Chart und einen Stunden-Chart, hat in NinjaTrader 7 einige, möchte nicht sagen Probleme, wo es im Endeffekt die Abstände der Kerzen wurde verschoben. Ich mache jetzt hier mal ein Beispiel vielleicht dazu, dass ihr das seht. Eine Datenreihe, ich füge jetzt noch eine Datenreihe hinzu. Okay. Was ihr seht, ist im Endeffekt eine deutliche, offen gesagt, Verbesserung im Vergleich zu NinjaTrader 7. Ja, weil NinjaTrader 7 konnte diese Abstände nicht wirklich absolut perfekt berechnen. Das hat sich geändert, egal ob du jetzt Minutencharts verwendest oder auch Renko-basierte Charts oder Tick-basierte Charts, Range-Charts. Das alles ist weit verbessert worden und gibt, so wenn man hier mit mehreren Timeframes in einem Fenster arbeitet, ist deutlich angenehmer zu arbeiten. Wir haben eine Option hinzugefügt, die im Endeffekt die End-of-Day-Unterbrechung eben
definieren kann, ob man es möchte oder nicht. Das ist zum Teil für mehrere Indikatoren sehr, sehr hilfreich. Und wir haben hier einen neuen Intervallselektor. Ihr seht den hier, also wir haben Minuten-, Sekunden-Charts, Range-basierte Charts. Das Ganze kannst du mittlerweile komplett individualisieren. Also wenn ich jetzt hier auf Konfigurieren gehe, kann ich mir alles einstellen, so wie ich es haben möchte und kann eben Werte hinzufügen, kann Werte und gewisse Intervalle eben entfernen und habe hier offen gesagt alle Möglichkeiten der Welt, eben MiniTrader auch hier standardmäßig so zu individualisieren, Entschuldigung, wie ich es haben möchte. Das ist ein weiterer Punkt. Und eine weitere Verbesserung, die wir hier generell fürs Charting vorgenommen haben, das war die Möglichkeit, dass du jetzt auch die Script-Strategien als auch den Chart-Trader in einem Fenster benutzen kannst. Wenn ihr Strategien handelt im MiniTrader 7, wenn ihr das kennt, dann wird ihr sehen, dass beispielsweise der Chart-Trader in diesem Fenster deaktiviert ist. Mittlerweile ist das abgeändert, sprich du kannst das System in einem Chart handeln, aber auch diskretionär handeln, wurde auch deutlich vereinfacht. Etwas, was mich sehr, sehr begeistert, offen gesagt, das ist unser Alarmsystem. Und ich arbeite jetzt mit MiniTrader, denke ich mal, seit über 8, 9 Jahren, denke ich, wahrscheinlich knapp 10 Jahre. Und wenn man täglich damit zu tun hat, dann sieht man doch die Plattform mehr als Werkzeug. Plus das Alarmsystem, muss ich wirklich sagen, begeistert mich wirklich immer wieder. Und das Alarmsystem besagt eigentlich Folgendes: Du kannst eigentlich mit 2 Klicks kannst du eigentlich Orders erstellen, du kannst mit 2 Klicks eben Alarme senden, du kannst mit 2 Klicks eben Social Posting machen. Ich möchte da schnell mal ein Beispiel dazu machen, mit einem Trade als Beispiel. Ich zeichne mir hier mal eine Gerade ein und sage dann, okay, wenn diese Linie gerissen wird, aber ich mache eine horizontale Unterstützung, Entschuldigung. Horizontale Linie und sage, sobald diese gerissen ist, eröffne mir durch einen Short Trade. Und es geht ganz einfach, ist ein Teil des Alarmsystems und mache jetzt hier einen Doppelklick darauf, mache einen Einfachklick darauf und gehe auf Alarm und dann kann ich eben neue Alarme definieren. Und das ist, sage ich mal, speziell für Trader, die jetzt nicht nur Daytraden, sondern auch vielleicht im Forex-Bereich oder CFD-Bereich unterwegs sind, glaube ich, extrem hilfreich. Du kannst das mittlerweile eben sagen, dass ich sage, okay, das ist hier die horizontale Linie und sobald der Kurs kleiner ist als diese horizontale Linie, soll er mir doch einen Verkaufsauftrag legen, hier in den Aktionen. Ja, ich füge das hier mal hinzu, gehe auf Auftrag absenden, wähle noch das Konto aus und dann sage ich, okay, Auftrag, soll einen Marktauftrag machen, gehe dann auf Verkauf Short. Und so haben wir jetzt hier mit ein paar Klicks, wirklich in unter einer halben Minute hätten wir hier was definiert, wo wir sogar eine Aktion eben durchführen können und eben in den Markt sogar eben aktiv werden können, wenn der Schlusskurs kleiner ist als diese 52,04. Das Ganze funktioniert mit Trendlinien, funktioniert an sich mit jedem Zeichenwerkzeug, funktioniert mit jedem Indikator. Und das ist, glaube ich, eine sehr große Vereinfachung, wenn man eben sagen wir, ein technisch basierter Trader ist. Das Ganze geht auch noch deutlich weiter. Wenn man Fan ist von Indikatoren, bei MiniTrader 7 war man eigentlich gezwungen, sage ich mal, entweder ein Ninja-Script zu verwenden, wenn man beispielsweise einen Stopp nachziehen wollte und anhand von einem Indikator. Mit MiniTrader 7 geht das wirklich mit einem Mausklick. Genau, ihr seht jetzt hier, wir sind jetzt hier gleich ausgeführt worden, weil der Kurs eben unter die horizontale Linie gefallen ist. Genau, wunderbar, genau wie es so sein soll. Und ich hoffe, ihr kennt das Potenzial da drin. Das ist, wie gesagt, wirklich was mich begeistert. Und genau. Zweites Beispiel jetzt hier darauf aufbauend möchte ich machen, dass wir sagen, okay, wir möchten jetzt hier als Beispiel ein Profit Target reinlegen und dazu lege ich mir jetzt hier mal einen Indikator mit rein. Und ich nehme jetzt hier einfach den gleichen Durchschnitt, wie gewohnt aus MiniTrader 7, Rechtsklick Indikatoren. Okay, und ich nehme jetzt hier mal einen SMA, also einen standardgleitenden Durchschnitt.
fügt das hinzu, wählen wir eine Periode aus. Hier auf Anwenden, ups, vielleicht ein bisschen wenig, brauche ich mehr. Okay. Und sage Folgendes, ihr seht jetzt hier den gleitenden Durchschnitt darin, und sage Folgendes, okay, ich platziere jetzt hier erstmal ein Limit, ups, Chart Trade aktivieren. Platziere mir hier erstmal ein Limit, ja, und sage Kauflimit hier 1 bei der 51,85 und jetzt klicke ich einfach nur hier drauf und verschiebe im Endeffekt dann das Limit anhand zu dem SMA. Würde jetzt sehen, wenn wir eine neue Kerze bekommen, verschiebt sich dann auch das Limit und trailt eben auch dann das Kauflimit entsprechend, ja, wie wir es eben im Endeffekt definiert haben. Man kann, das Ganze kann man machen mit sogenannten Offsets, dass du sagst, okay, ich möchte dieses Kauflimit oder diese Order, dieser Auftrag soll einen Abstand haben zum gleitenden Durchschnitt von mehreren Ticks. Kannst du einstellen, im positiven wie auch im negativen Fall. Und ist eine super Geschichte, denke ich, wenn man eben beispielsweise auch offene Trades managen möchte. Genau. Ist, denke ich, wirklich sehr, sehr hilfreich. Gibt es vielleicht dazu Fragen? Diese Option übrigens nennen wir Attached to Indicator. Das ist relativ schwer meines Erachtens ins Deutsche zu übersetzen. Im Endeffekt ist es so, wir fügen hier eine Bedingung eben zum Indikator hinzu. In dem Fall war es eben hier dieses Kauflimit. Und genau. Genau, nutzt klar, den Chart-Trader kannst du verstecken. Das ist eine Änderung, die wir gemacht haben zum NinjaTrader 7. Im NinjaTrader 7 habt ihr hier noch ein kleines Dreieck gehabt, wo du im Endeffekt das Ganze direkt verstecken konntest. Im NinjaTrader 8 ist es so, dann hast du hier drei Optionen. Chart-Trader ausschalten, Chart-Trader komplett nutzen, aber oder eben auch den Chart-Trader dann im verborgenen Zustand eben genau. Eben dann verwenden. Ich mache mal das Beispiel, ihr seht es jetzt hier umgeschaltet. Genau, das ganze Chart-Trade ist weiterhin aktiv, aber eben jetzt verborgen. Genau, also das ist immer im Menü. Ist im Endeffekt genau dasselbe Klick wie im NinjaTrader 7 auch. Ist vielleicht ein bisschen, meines Erachtens, ein bisschen benutzerfreundlich auf Dauer. Ich sag mir, wir sind jetzt hier fokussiert darauf, das Ganze so, ups, so benutzerfreundlich eben zu machen wie möglich. Genau, Lutz schreibt noch, warte ich kurz. Okay. Okay, ich gehe derweil zum nächsten Punkt über. Okay, danke Lutz. Das ist der Dom. Ja, und der, vielleicht NinjaTrader 7 Nutzer werden es vielleicht auf den ersten Blick gleich gesehen haben. Ihr seht jetzt hier mehr Markttiefe. NinjaTrader 7 hattest du im Bid, also sprich auf der Kaufseite bzw. auf der Verkaufsseite im Ask, hattest du 5 Levels. Das Ganze ist mittlerweile komplett individualisierbar und wir liefern dir so viele Levels, wie du haben möchtest, beziehungsweise wie der Datenprovider eben auch liefert. Das Ganze ist einstellbar in den Eigenschaften. Und haben wir hier die Anzahl der Levels, eben der Markttiefe. Wie gesagt, jede Börse liefert, viele Börsen liefern eine unterschiedliche Daten. Hier haben wir in dem Fall den Mini-DAO, liefert mehr als 5 Levels, ich denke 10. Und das ist speziell, glaube ich, merken, ich glaube Öl, Dynamics liefert, glaube ich, mehr, aber auch die ICE liefert mehr Levels. Und genau, wenn man hier eben was machen möchte oder mehr sehen möchte, wo Orders längere Zeit liegen, ist das auf alle Fälle eine interessante Geschichte. Ein weiterer Punkt, der, glaube ich, speziell Daytradern weiterhelfen wird, ist unser Spaltensystem, das wir hier mit NinjaTrader 8 eingeführt haben. Und Rechtsklick darauf und dann seht ihr hier im Endeffekt den Punkt Spalten.
Und seht jetzt hier vier Punkte. Also APQ, das ist die Position, die Position, die du in der Schlange hast. Also im Grunde seht jetzt hier Mini-DAO natürlich Kontrakte. Also ich mache jetzt hier mal ein Beispiel. Bei 18.153 haben wir im Moment 37 Kontrakte im Markt. Und wenn du eine Order platzierst, beispielsweise zum Verkauf bei diesem Preis, wärst du natürlich am Schluss dieser Warteschlange. Und APQ zeigt dir an, an welchem Level du denn im Moment bist. Ich lege jetzt hier mal eine Order rein auf der Demo. Hier haben wir 40 Kontrakte. Dann sind jetzt im Moment 40 Kontrakte vor uns, bis eben der, also es müssten 40 Kontrakte abgearbeitet werden, sofern keiner löscht, bis unsere Order ausgeführt wird. Das ist vor allen Dingen, glaube ich, für Scalper sehr, sehr hilfreich, die sagen, okay, ich möchte wissen, wo ich bin, komme ich hier noch raus, falls der Markt wirklich nicht durchzieht, dann ist das auf alle Fälle ein Punkt, der, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein kann. Also APQ, das ist die Position eben in der Warteschlange der vorhandenen Kontrakte. Eine weitere Spalte, die wir hier hinzugefügt haben, ist das Volumen. Und ihr seht hier ein Histogramm, ja, des gehandelten Volumens, das bisher in dem Markt am heutigen Tag eben gehandelt worden ist. Das ist eine Anzahl der Kontrakte. Viele von euch kennen den Markt, am heutigen Tag eben gehandelt worden ist. Das ist eine Anzahl der Kontrakte. Viele von euch kennen wahrscheinlich Market Profile, oder vielleicht manche haben es gehört, Market Volume Profile. Das ist hier im Endeffekt der Punkt der heute gehandelten Kontrakte. Wir sehen hier Punkte, wo viele, oder sehen hier einen Balken, wo hier mehrere Kontrakte gehandelt worden sind und auch dann wieder eben Balken, wo man dann sieht, okay, da war weniger, ist auf alle Fälle ein guter Indikator dafür, wo viel Aktivität war, beziehungsweise eben wo gar keine Aktivität der Marktteilnehmer vorhanden war. Zusätzlich haben wir hier noch eine weitere Spalte, Notizen, okay, denke ich, selbst erklären, und dann haben wir noch Gewinn und Verlust. Und genau, ist auch so ein Punkt, weiß nicht, ob es auf jeden Fall ein Gimmick, das vielleicht sehr, sehr hilfreich sein kann. Wenn man mehrere Kontrakte handelt, ist es vielleicht auch ganz, ganz gut. Persönlich finde ich das APQ sehr, sehr interessant, wenn man, ich denke, ist auf alle Fälle was wirklich einen praktischen Nutzen hat, als auch eben die Anzeige des Volumens. Und ja, ihr seht jetzt hier, wir haben jetzt 30 Kontrakte vor uns, warten wir mal, hoffentlich handelt der Markt das Ganze unseren Preis an, dann werdet ihr sehen, wie sich das Ganze eben dann verschiebt. Mittlerweile nur 26 Kontrakte, wir sind immer noch am Ende okay. und abgehandelt. Ist auf alle Fälle, ich hoffe, ihr versteht das Konzept, was wir da hier eben vorhaben. Okay. Generell, die gesamte Benutzeroberfläche, die wir haben, ist eben komplett individualisierbar und personalisierbar. Es ist natürlich euer Werkzeug und NinjaTrader 7, als auch, denke ich, alle anderen Handelsplattformen sagen, geben euch was vor. Allerdings ist natürlich jeder von euch anders. Jeder hat andere, sag ich mal, Vorlieben, wenn es ums Trading geht. Jeder hat andere Konzepte, wie er an den Markt herangeht. Und das ist im Endeffekt so unser Grundkonzept, das wir jetzt hier mit NinjaTrader 8 verfolgt haben. Du kannst NinjaTrader 8 personalisieren, aber auch dann eben mit anderen Tradern teilen. Arnold, du kannst auf alle Fälle NinjaTrader 8, also diesen Veröffentlichungskandidaten 2, jetzt auf alle Fälle testen. Ich zeige das gleich nochmal auf unserer Webseite. Genau. Wie gesagt, du kannst das Ganze eben individualisieren und für dich eben vereinfachen. Du kannst die Einstellungen duplizieren und dann eben auch, wie gesagt, im Chart oder auch im Dom eben komplett in neue Fenster, aber auch neue Tabs eben übernehmen. Und genau. Perfekt. Okay. Günther, der Dom für CFDs. Genau. Günther hat eine Frage, da geht es um den Dom und CFDs. Ich hatte vor einigen Monaten den Fall von einem Kunden, der handelt CFDs und wollte im Endeffekt so schnell wie möglich in den Markt rein. Und dachte, dass der Dom hier das Maß der Dinge ist. Die Problematik mit CFDs ist natürlich,
dass du hier abhängig bist vom Liquidity Provider. In dem Fall ist es eben der CFD Broker, Forex bzw. CFD Broker. Und du kannst hier natürlich mit einem Klick über den Dom natürlich in den Markt gehen. Du erfährst halt hier relativ wenig über das gehandelte Volumen. Dazu brauchst du Futures-Kurse und ist hier im Endeffekt dann meines Erachtens ist ein Dom im Chart, ein Dom im CFD-Bereich auf alle Fälle nicht so hilfreich. Im Forex-Bereich speziell, haben wir eine deutliche Erweiterung vorgenommen, eben um hier speziell unseren Forex-Kunden eben entgegenzukommen. Wir nennen das FX-Board. Und im Grunde ist das FX-Board, ich ordne das jetzt hier noch mal ein bisschen anders an. Okay. Im Grunde ist unser FX-Board dann auch, wenn man jetzt mehrere Märkte gleichzeitig handeln möchte, auch, denke ich, eine ganz gute Erweiterung. Du hast die komplette ATM-Strategie, Funktionalität eben genauso verfügbar aus diesem FX-Board. Genau. Ihr seht jetzt hier auch, dass sich eben die Oberfläche eben anpasst. Das ist eine deutliche Erweiterung oder Abänderung von NinjaTrader 7. Vielleicht hier ein bisschen besseres Beispiel im Dom, dass egal wie ich das eben hinziehe, sich eben der Dom auch entsprechend anpasst. Ja. Und das ist auch einfach von der Benutzeroberfläche meines Erachtens oder ist das wirklich eine deutliche Verbesserung. Und genau. Das ist eine gute Frage, Peter. Die werde ich abklären. Also Peter fragt, ob es eine automatische Funktion gibt, dass man mehrere Chartfenster, zwei, drei Chartfenster automatisch anordnen kann. Werde ich mir auf alle Fälle notieren. Ehrlich gesagt weiß ich es jetzt nicht, aber das ist auf alle Fälle was ich auf alle Fälle abklären werde und in den nächsten Wochen oder in weiteren Webinaren auf alle Fälle ansprechen werde. Es ist natürlich so, wir haben sehr, sehr viele Änderungen jetzt hier vorgenommen in NinjaTrader 8, wie gesagt, es sind 500 und offen gesagt, viele sind einfach so, die ich selber noch nicht weiß. Ich kenne jetzt NinjaTrader 7 natürlich seit 10 Jahren, arbeite damit, bloß als Beispiel diese Alarmfunktionalität ist beispielsweise eine Funktion, wo ich der Meinung bin, dass man das Ganze selber erst irgendwo verarbeiten muss, wie man sich verarbeiten muss, wie man es am besten für sich nutzbar machen kann. Also ich persönlich beispielsweise bei den Alerts denke ich, ist es beispielsweise extrem hilfreich, wenn man in mehreren Zeiteinheiten arbeitet, wenn man beispielsweise eine E-Mail-Benachrichtigung haben möchte, wenn ein Kurs irgendein Level erreicht als Beispiel oder ist auf alle Fälle extrem hilfreich. Ja, oder wenn eben wenn eben ein Markt aus einer horizontalen Korrekturphase eben ausbricht, dass ich sage, okay, schick mir eine E-Mail bzw. send mir einen Alarm, wenn das eben passiert. Marktdaten ist ein wichtiger Punkt, speziell auch für Handelssystementwickler. Okay, vielleicht machen wir diese Alarmfunktionalität nochmal in Golf. Ich wechsle hier mal rüber in den Mini Dow Jones. Okay, angenommen in Golf, ich mache jetzt hier das Beispiel nochmal dazu. Wir haben jetzt hier, ich lösche jetzt hier mal diesen SMA und jetzt haben wir nur noch diesen EMA drin. Ja? Diesen EMA für den Mini Dow Jones, das sind 55er Periode. Und wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte hier eine Buy Limit liegen haben, sofern dieser Kurs gerissen wird. Ja, dazu oder angelaufen wird, sagen wir so. Ja, wenn der Kurs diese Linie, diesen gleitenden Durchschnitt eben anläuft, soll hier im Endeffekt ein Buy Limit liegen. Ganz simpel. Ich mache hier einen Rechtsklick, gehe auf Kauf Limit. Ingolf, dann siehst du jetzt hier, die Order ist da, wo ich es haben wollte, aber dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder A,
ich klicke jetzt, wähle jetzt diese Order an und klicke auf die Control-Taste der Tastatur und hänge jetzt diese Order anhand den Indikator an. Kann hier noch Offset-Bestimmung bestimmen und klicke dann auf OK. Das ist der eine Weg, wie ich einen Auftrag eben an einen Indikator anhängen kann. Das ist der eine Weg. Beziehungsweise der zweite ist wie folgt. Ich kaufe wieder hier ein potenzielles Limit, klicke dann auf den Indikator, mache einen Rechtsklick, gehe auf Alarm und dann kann ich sagen, sobald der gleich ist, soll er eine Aktion vollführen und soll im Endeffekt dann hier einen Auftrag absenden. In dem Fall wäre es ein Kauf von dem Mini Dow Jones im SIM 101 Konto und Kauf, und dann mache ich hier ein Limit, klicke auf OK und auf Apply. Und sobald dann hier der Kurs anläuft, würde dann eben das Limit eben platziert werden. Okay. Okay, hier kannst du das nochmal einsehen, diese definierte Bedingung. Im CL wurde jetzt unser Profit Target eben gefüllt oder ausgeführt, was wir eben jetzt hier auch definiert hatten über den Indikator. Genau. Ich sehe ein paar Leute tippen, warte kurz mal ab. Okay. Okay. Das kläre ich ab, wenn du im Pfeil in den Markt, also wenn ich einen Pfeil platzierst. Also Ingolfs Frage war, wenn er beispielsweise einen Pfeil anstatt einer horizontalen Linie verwendet, ob er dann da auch einen Auftrag eben machen oder erstellen lassen kann. Offen gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Es funktioniert auf alle Fälle mit Zeichenwerkzeuge als auch Indikatoren, aber ich weiß es nicht, ob das jetzt hier an einem Pfeil, ob da eine Marktplatzierung möglich ist. Ich notiere mir das, Ingolf. Okay, Berno hat eine Frage, was denn wäre, sobald der Mini Dow Jones, in dem Fall die 18.100 erreicht, möchte einen Alarm haben. Gut, lasst uns das mal miteinander machen. Oder versuchen, wie gesagt, das ist alles neu. Ich mache mir hier eine horizontale Linie rein, eben bei dem entsprechenden Level, was Berno gemeint hat, 18.100. Und setzen wir jetzt einen Alarm. Ja, Rechtsklick, Alarm. Ups. Und sage, okay, der Mini Dow Jones, sobald der gleich ist der horizontalen Linie 3, das ist jetzt hier diese Linie eben bei 18.100, soll er mir eben eine Aktion eben ausführen. Und das Ganze füge ich jetzt hier mit hinzu, in den Aktionen. Und dann kann ich beispielsweise sagen, er soll einen Sound abspielen oder er soll mir eine Nachricht teilen, einen Dialog aufmachen. Ja. Sage ich mal in diesem Beispiel einen Sound. Ja. Ich habe jetzt hier natürlich mehrere Möglichkeiten, kannst du natürlich auch individuell machen. Eigene Töne vielleicht auch eben hier erstellen. Immer hier Alarm 3. Okay. Anwenden und dann hast du hier auch einen Alarm eben definiert.
Theresa hat eine Frage nach dem Market Analyzer, also das Scanner-Tool. Ja, welche Möglichkeiten, dass wir da haben, ist eine extreme Verbesserung, die wir hier eben vorgenommen haben. Da komme ich gleich später nochmal drauf. Ich möchte jetzt ein paar andere weitere Punkte noch schnell ansprechen zum Thema Marktdaten. Ja, Marktdaten ist speziell für Trader, die eben Systeme mit Systemen arbeiten, die mit die Systeme testen und backtesten und optimieren möchten, ein ganz wichtiger Punkt. Und viele Plattformen oder offen gesagt meines Erachtens, die meisten Plattformen außer NinjaTrader können das nicht richtig. Ja, die sagen, sie können es, aber offen gesagt meines Erachtens nicht. Und hier haben wir auch noch eine deutliche Verbesserung vorgenommen, dass eben Marktdaten, die eine zeitliche Auflösung haben von unter einer Sekunde, werden nun wirklich tickgenau eben analysiert bzw. auch gespeichert. Historische Bid- und Ask-Preise werden nun tickgenau gespeichert. Genau, Sie können natürlich Marktdaten auch importieren, exportieren und können diese Marktdaten natürlich auch bearbeiten. Okay, und eine weitere Abänderung, die wir für die Marktdaten vorgenommen haben, ist, und das ist auch eine Änderung von NinjaTrader 7 auf 8, wenn du mehrere Verbindungen aktiv hast, sage ich mal, du hast eine Verbindung zum Broker A, eine Verbindung zum Broker B und dann hast du noch irgendwie einen anderen weiteren Datenfeed, dann kannst du jetzt mittlerweile bestimmen und sagen, okay, den Kurs vom FDAX bekomme ich vom Broker A, aber ich möchte die Aktienkurse als Beispiel vom Broker B haben. Das Ganze kannst du dann auch hier Instrument eben auch einstellen. Okay, eine weitere Änderung und deutliche Verbesserungen ist das sogenannte Tick Replay. Das Tick Replay haben wir extra umbenannt von unserem Market Replay, da wir eben diese Wiedergabe der historischen, der alten Tage, sage ich mal, weit verbessert haben oder das Marktdaten-Engine deutlich verbessert haben. Das Ganze ist mittlerweile tickgenau und erlaubt es eben, dass man Berechnungen von Indikatoren und Strategien anhand vom Last Bid und Ask Preisen eben vornehmen kann. Ja. Das sind deutliche Änderungen, deutliche Verbesserungen, wenn wir mit Leuten zu tun hatten, für NinjaTrader 7, die gesagt haben, okay, ich möchte jetzt hier mit ein System testen im Forex-Bereich und dieses System war dann im Endeffekt, wurde immer getestet anhand des Bid-Kurses plus natürlich den Spread, den der jeweilige Kunde für sich definiert hatte für das Instrument. Mittlerweile, wie gesagt, Last Bid und Ask Preise sind verfügbar und ist definitiv für Systemhändler ein Riesenschritt meines Erachtens. Okay. Eine weitere Änderung und Verbesserung für Systemhändler ist rein für das Testen und Optimieren von Strategien. Vielleicht, wer sich damit beschäftigt hat, NinjaTrader 7 hatte mehrere Möglichkeiten, wie du beispielsweise Systeme testen konntest. Du konntest sagen, okay, ich will hier einen Backtest machen, wunderbar, gefällt mir vielleicht nur nicht so, ich möchte das Ganze optimieren. Und diese Optimierung, machen wir diese Optimierung anhand des Profitfaktors, anhand des beispielsweise kleinsten Drawdowns oder anhand des höchsten Nettoprofits. Ja. Das waren Möglichkeiten, die du in NinjaTrader 7 eben machen konntest. NinjaTrader 8 geht hier deutlich weiter, ist wie gesagt, wie am Anfang erwähnt, weit benutzerfreundlicher. Das Ganze kannst du eben komplett frei definieren. Du kannst sagen, okay, test mir diese Strategie. Mich interessiert zwar geringer Drawdown, aber mich interessiert auch, sagen wir, der maximale Profit. Kombiniert mir das Ganze und kannst das gewichten. Okay. Kleines Gimmick, das meines Erachtens auch hilfreich ist, dass wir eben das Management der ganzen Handelssitzungen eben abgeändert haben. Dass wir mittlerweile Feiertage, also Holidays, eben serverseitig eben konfigurieren und aktualisieren. Denkt dran, im Endeffekt in Amerika sind andere Feiertage wie in Deutschland. Das Ganze wird mittlerweile serverseitig eben bearbeitet. Wenn du beispielsweise eine Strategie hattest, die einen Schluss eben definiert hat, also Close at Time als Beispiel, wenn der Markt eben beendet wird, gab es oft Schwierigkeiten für manche Systemhändler als Beispiel, dass der
dass der Trade noch offen war, obwohl er eigentlich zum Marktschluss schließen konnte. Das Ganze wird mittlerweile eben serverseitig eben von uns eben definiert. Auch Rollover ist auf alle Fälle was, an dem wir sehr stark gearbeitet haben. Ist ein Punkt, der, wo man drüber vielleicht sogar streiten kann. Ich sage mal, für 90% der Nutzer ist das auf alle Fälle meines Erachtens eine deutliche Verbesserung. Manche Leute, sage ich mal, möchten eben den Rollover im Future-Markt eben selbst vornehmen. Manche wissen nicht genau, wann ist der Rollover, weil sie sich mit den Märkten jetzt nicht so wirklich beschäftigen, wie sie es vielleicht müssten. Mittlerweile geben wir das vor. Du kannst mit einem Klick eben die aktuelle Rollover-Daten eben definieren. Okay, ich sehe Günther gerade tippen. Generell zur Performance von NinoTrader, und da hat sich wirklich extrem was getan, dass durch dieses neue Software-Design, das neue Design des Software-Kerns eben eine komplette Multithread-Unterstützung hat und das eben eine deutliche Steigerung ergeben hat der Leistung über die gesamte Plattform hinweg. Und das ist im Endeffekt was ihr beobachten werdet, wenn ihr damit arbeitet, dass NinoTrader 8 weit zum Teil schneller ist und deutlich weniger Einbrüche hat, wie es vielleicht in der Vergangenheit gegeben hat. Erinnere mich da an Fälle, wenn Leute extrem viele Charts offen hatten mit Indikatoren, die sehr viel Leistung eben verschlungen haben, wird deutlich besser sein mit NinoTrader 8 als Beispiel. Und und die CPU-Ressourcen werden eben weit besser genutzt, wie es eben in der Vergangenheit war. Okay. Sehe immer noch einige Leute tippen. Warte kurz ab. Okay. Ich würde sagen, das Arbeiten mit Systemen in NinoTrader 8 verlege ich offen gesagt aufs nächste Mal. Das ist was, wo ich mich ein bisschen mehr noch mit einarbeiten werden muss im Vergleich zu NinoTrader 7. Offen gesagt ist es so. Okay, Victor, komme ich gleich auf deine Frage. Wunderbar, danke. Dass sich natürlich schon einige Änderungen eben ergeben haben. Ich werde das nächste Mal vorbereiten. Dann haben wir das gleich erledigt. Die Menüleisten, Victor, sind die Skins. Und das Ganze verstellst du in den Optionen, in den Skins. Ups. Hier der Punkt Skin ist im Endeffekt der Hintergrund, beziehungsweise auch eben die ganze Darstellung der Plattform farblich. Das Ganze kannst du selber einstellen. Bloß im Endeffekt ist es so, du kannst das Ganze auf die vordefinierten Skins eben verwenden. Ich mache jetzt hier mal ein Beispiel. Stelle das Ganze mal um auf Slate Gray und starte NinoTrader jetzt nochmal neu. Und dann wird sich natürlich das Skin auch abändern. Okay, wunderbar. Okay. Genau, eine Aufzeichnung von heute haben wir auch. Die werden auch an alle verschickt, die sich registriert haben. Genau, wunderbar. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung wegen dem holprigen Start, dass dieses Einloggen in den Raum nicht eher gegangen ist. Da sind mit Sicherheit einige Leute auch nicht gekommen. Wir werden auf alle Fälle die Aufzeichnung auch rausschicken. Wie gesagt, es ist jetzt ein Prozess mit NinoTrader 8, das Programm kennenzulernen, für euch, aber auch für uns. Ja, das wäre gelogen. Wie gesagt, 500 Veränderungen als Beispiel ist eine Menge. Wird sich auf alle Fälle sehr, sehr viel ergeben. Okay.
Perfekt, dann vielen Dank. Das war heute, wie gesagt, eine grobe Übersicht über die NinjaTrader 8 Plattform. In den nächsten Webinaren zu NinjaTrader 8 werden wir hier, sagen wir, jedes Segment weit detaillierter besprechen. Ja. Wir werden mit Sicherheit ein Webinar machen nur fürs Charting, wir werden nur ein Webinar machen nur für den Dom, Market Analyzer, Markt Scanner, da hat sich sehr viel getan. Wie gesagt, das ist ein Prozess, den wir in den nächsten Wochen und Monaten eben daran arbeiten werden. Zur Info, wir werden jetzt im, sagen wir, bis Mitte November werden wir, sagen wir, 12 Videos rausbringen. Wir können auch ein Webinar machen, Lutz zu NinjaScript, werde ich meinen deutschen Kollegen ein bisschen dazu nötigen, dass er mir hier hilft. Er ist hier einfach in dem Bereich fitter. Sind auch relativ viel in Kontakt mit einem Partner von uns, der darauf spezialisiert ist im deutschsprachigen Raum. Wir werden mit ihm auch reden. Holger Breuer heißt der, Kunde von uns seit Jahren, knapp 8 Jahren oder was. Hier haben wir auch einiges vor, dass wir hier deutliche Änderungen vornehmen und auch deutlich was verbessern. Speziell jetzt, sagen wir hier noch einen kleinen Eindruck. Dann NinjaTrader 8 jetzt auf Deutsch, dass wir es mittlerweile auf Deutsch haben, werden wir hier das deutlich mehr forcieren, Webinare mehr forcieren, die Partnerschaften, die wir sehr viel stark haben in Amerika, werden wir hier versuchen, den deutschsprachigen Raum auszubauen. Und ja, es kommt auf alle Fälle sehr, sehr viel. Ich denke, 2017 wird ein tolles Jahr für NinjaTrader Nutzer, aber auch für uns. Und genau, wird sich auf alle Fälle sehr viel tun. Genau, wir werden hier auf alle Fälle auch in unserem deutschen YouTube-Kanal auch für NinjaTrader 8 eben Videos rausbringen. Ich denke mal, 12 Stück haben wir jetzt so in Planung, eben von den ersten Schritten, bis es eben weitergeht in die Details, für jeden Teil im Endeffekt, jedes Tool eben ein Video Minimum. Ich denke, da wird sich jetzt auch eben jetzt sehr, sehr viel passieren in den nächsten Wochen.